Willkommen bei Dead by Daylight. Ja. Ja, wir spielen diesmal als Überlebende. Eigentlich sollte das der letzte Part, die letzte Folge der Fall sein, aber da ich den Fallensteller ausprobiert habe, gibt's halt jetzt den 11. Part als Überlebende. War halt eine Überlegung einfach mal zum Probieren und ja, war sehr spontan auch. Hat mich auch irgendwie aus der Bahn geworfen. Ein Schluck Kaffee genießen, während der Ladebildschirm langsam vor sich hin daddelt. Ah, herrlich. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr auch so Gartenfanatiker seid. Also ich liebe es ja, wenn Leute... Es gibt Leute, die haben echt so einen grünen Daumen, die lassen alles... Die können wirklich aus dem Nichts alles pflanzen, also, weiß was ich, eine Gurke, Tomate, Erdbeeren, weiß was ich nicht alles. Boah, das ist richtig heftig. Ja, leider bin ich nicht einer dieser beneidenswerten Menschen, die dazu gehören. Und ja. Also von dem her ist halt schwer. Ja. Nee, wie gesagt, ich bin halt die Menschen, die das können. Und ich gönn's aber auch den Menschen einfach auch, ne? Also ich würde es ja auch gern können, so sowas anpflanzen. So lieben gern auch Melonen, so für den Sommer und sowas. Das wäre richtig nice einfach, ne? Boah, ein Träumchen wäre das. Allemal, sag ich euch. Ja, am liebsten wären mir natürlich Erdbeeren. Ich hoffe, dass meine Erdbeeren dieses Jahr überlebt haben. Ganz schlichtweg einfach. Wenn meine Erdbeeren überlebt haben, würde ich mich natürlich da riesig freuen drüber auch, ne? Ganz einfach. Ah, jo, mal ein Schlückchen Kaffee. Ansonsten, ja. Kann ich mich da auch nicht beklagen. Wenn die Erdbeeren überleben, wäre ich schon froh. Also zumindest eine. Also wenn die dann im Frühling jetzt, im Januar mal jetzt, Winter sozusagen, hier Schnee liegen. Wenn die wieder kommen im Sommer, wäre es echt nice, du. Das sage ich auch ganz offen. So, und wenn der Killer hier mal weggehen würde, wär's. Wär's auch deutlich angenehmer. Wäre es auch deutlich, deutlich angenehmer. So, dann wollen wir. Jetzt muss ich mich ein klein wenig konzentrieren. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. So,
Quicktime-Events machen mich immer fertig, ne? Weil Gott sei Dank kündigen sie sich durch dieses Geräusch an. Kriegt man aber auch fast einen halben Herzinfarkt bei. Naja. Läuft doch schon mal gut, würde ich sagen. Ah, herrlich. Ja, da ich. Wenn ich gerade nicht weiß, wo die anderen sind und der eine da wegläuft. Na, ihr wartet auch hier wie ich, ja? Denn jetzt? Nein, lauf doch nicht weg! Oh Mann. Naja. Okay, lauf, Vögelchen, lauf. Na, was ist los mit dir? Ich sag tschüss. Ah, herrlich. Nee, wie gesagt, wenn ihr echt einen grünen Daumen habt, ich könnte es sehen, der sowas hatte. Ich wünschte, ich hätte es, aber ich habe da nicht so die Geduld für und die Zeit für. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, leider. Hat sich da was getan? Nein. Hat sich da was getan? Bisschen was. Okay, es geht was. Oh. Okay, das ist doch schon einiges, was ich da getan habe. Mal gucken. Ich habe doch gar nicht mal so verkehrt abgeschlichen.
abgeschlossen, abgeschlichen, abgeschlichen, weil ich ja so sneaky gearbeitet habe hier. Nee, war auf jeden Fall nett mit dem Killer. Und damit gehen wir jetzt auch zum Upgraden. Nicht wundern, die Folge kommt erst einen Tag später raus. So, zack. Level 10. So, was ist das hier? Schaltet die Fähigkeit frei zum Aufspüren von Ausgangstoren. Nice. Kann man immer gut gebrauchen. Reparaturerfolg. Und natürlich will ich hier lang auf jeden Fall. Wie man sich denken kann, weil hier ist das zweite von dem Technikerin. Ich liebe es einfach, die Motoren zu reparieren. Das ist mein Ding. Und das Katzending hier. Boah, Alter, wenn ich die Sachen hier alle mitnehmen kann, wäre es schon nice. Aber das erfahren wir ja auch erst in der nächsten Folge. Bewertet ruhig das Video. Lasst einen Kommentar da, was ihr gerne denn hättet. Was ihr euch wünscht. Teilt das Ganze und dann würde ich sagen, reingehauen!